Was machen wir jetzt eigentlich? Triathlon. Triathlon mit meinem Helikopter. Was? Was mit einem Helikopter? Dann müssen wir jetzt ja auch noch wieder wechseln. Triathlon, ja klar, und mit einem Helikopter. Wir machen jetzt Triathlon, Helikopter und müssen landen und wieder starten. Okay. Ich hasse dich. Vor allen Dingen, alle müssen am Point, ja. Alle müssen am Point landen. Ohne das Wort berühren möglichst. Weil ich anschließend nicht. Ja, genau. Also, wir haben gesagt, bei solchen Wettrennen benutzen wir keine Waffen. Also, Linksklick bitte nicht benutzen. Wettrennen? Dann. Ja, ja, das ist Triathlon halt. Mit drei unterschiedlichen Helikoptern, soweit ich das sehe. Oh, ich kipp direkt mal um. Was geht denn hier? Ja, ich kipp um, weil ich direkt mit einem anderen Heli bin. Was geht denn? Wer ist denn rechts neben mir? Ich bin links. Ich glaube ich. Bei mir ist schon fast alles im Arsch. Ich steh zu euch. Komm ich hoch? Oh, ich komm hoch. Perfekt. Glaub ich nicht. Wo muss ich jetzt hin? Da wo der Punkt ist, musst du drüber fliegen. Was für ein Punkt? Da ist ein gelber markierter Punkt, da musst du hinfliegen. So, ich stürz gleich ab. Oh, das direkt mal schon Vehicle Change? Willst du mich verarschen? Ja. Auto-Hover-Mode on. Einfach. So, ich bin abgestürzt. Kann ich jetzt irgendwie wieder was machen? Du musst zum nächsten Punkt laufen, das ist der nächste Punkt. Ja, der nächste Vehicle. Ab wann hat man den Punkt hier eingeholt? Du musst aber das Vehicle wechseln und um den nächsten... Ich finde das unintuitiv mit der Maus. Ich will immer in die andere Richtung drehen. Ich finde das intuitiv mit der Maus. Bei mir passt das. Mein Auto, geh weg. Ah. Fahrt nicht vor mir lang! Stell dich mit auf den Punkt! Mich verarschen! Geh weg! Stell dich halt wirklich mitten auf den Punkt, der Arsch! Wir sind dann mal weg, ich und der Benny. Was hier? Der Ambulanz? Nein, geh mir auf! Ich will allein! Ups, da war ein Zaun! Benni, du und ich, wir haben Vorsprung hier. Ich weiß aber nicht, wo es weitergeht. Geht's gerade raus? Sie Panzer neben mir, ja. Ja, ja, du musst immer, wenn der Vehicle Change geht, musst du erst das Vehicle wechseln und dann durch den Punkt fahren. Hä? Ich hab wieder den Vehicle Change da hinten. What the hell? Bei mir hat er Vehicle Change auch nicht geklappt. Also bei mir hat's funktioniert. Ihr müsst ziemlich genau über die Punkte drüber fahren. Das ist verdammt genau. Da steht Hubschrauber im Weg. Schieben weg. Marco hat ihn dahin gestellt. Jetzt muss ich erstmal wieder. Deutlich kaputt. Weil ich muss jetzt echt wieder zum Punkt zurückkommen, das ist doch voll die... Vor allem musst du mit dem passenden Vehikel durchfahren, sonst zählt's nicht, ne? Ja toll, jetzt bin ich gestorben. Ja, logisch. Wie auch immer mich gerade gerammt hat. Ich hab mich noch weggeschoben mit dem Arsch. Ach, wir sind ja hier bei Vereschnik, cruisen wir gerade rum. Also ich finde ja solche Wettrennen am besten in dem ganzen Spiel. Das ist scheiße, ey. Ich wäre schon längst vorne gewesen, jetzt bin ich wieder letzter. Weil ich habe für alle weiteren Missionen auch diesen verkackten Helikopter, ne? Das war's aber wert. Was? Du hast den Helikopter? Ich habe den Helikopter als Item ausgewählt, deswegen habe ich für alle weiteren Missionen diesen verkackten Helikopter. Deswegen kommen auch Flakgeschütze, das hatten wir vorhin schon mal. Warum hast du es nie gesagt? Da hätten wir ohnehin nicht mehr Hiegel nehmen können. Ich wollte euch mal trollen. Das ist gemeine, ey. Na gut, ich hab dich ja vor uns mit Marco schon mit Panzer getrollt. Oh, Vehicle Change! Was, jetzt haben wir... No, wir fahren mit Motorrädern weiter. Was? Du hast 900 Meter Vorsprung vor mir, ey. Ja. 1000 Meter bei mir. Kann ich da was dafür? Ja. Wo seht ihr das eigentlich? Fahren, ja, sehr wie weit der Wegpunkt. Wie weit der Wegpunkt noch ist. Aber das ist nicht das Motorrad aus der sieht, das ist irgendwie, das reagiert ein bisschen anders hier, das Gefühl. Übrigens, mit E kannst du schneller fahren, ne Christian? Wenn du E drückst, gibst du Vollgas, anstatt D. Ach, danke, das ist jetzt schon da. Entschuldigung. Ich habe verloren. E? E, auch. Wie Emil. Warum E? E ist Vollgas, ist einfach so. Bei allen Fahrzeugen, die auf dem Boden sind. The Wild Survival bei Nacht. Na super. Aber ich hab keinen. Und der hat jemand ein? Survival heißt, wir müssen einfach nur eine bestimmte Zeit überleben. Ich glaube in 5 Minuten oder so. Und die Gegner kommen halt wellenweise. Also das heißt, wir spielen jetzt zusammen, ja? Ja, wir spielen alle zusammen. Und du fliegst jetzt Hubschrauber.
Ich weiß nicht, nee, also steht nicht da. Also wenn du draufklickst, wenn du auf Task gehst. Nee, ich denke, du hast den Hubschrauber ausgewählt. Ja, eigentlich schon, aber für diese Aufgabe darf ich es nicht benutzen. Wäre auch ziemlich mies, weil dann steige ich ein und fliege ganz weit weg, lass mich in Ruhe. Fliege ich aufs Wasser oder so. Ich bin weg, tschüss. Was kommen für Gegner? Ganz normale, also Fußsoldaten. Ja, meistens Fußsoldaten, ab und zu auch mal ein kleiner LKW oder so. In Vibor. LKWs hat in man bloß, Vibor. Wo ich. Alter, LKWs hat man bloß, wo ich einen Panzer hatte. Achso, und N ist Nachtsichtgerät, das hast du hier auch immer. Und es gibt hier Straßenbeleuchtung. Ey, du bist irgendwo hoch, ist nicht irgendwo ins Auto? Ins Auto, sag ich schon, ins Haus? Geht auch. Kennst du ein gutes Haus? Irgendein oranges hier von denen hier vorne, da, das da zum Beispiel. Hab ich nie gedacht. Orange Haus, da kann man bloß von einer Seite rein. Warum habe ich eigentlich einen G36? Das finde ich mal cool. Warum auch immer, aber ich habe einen G36. Finde ich okay. Hat vor allem habe ich schon 10 Magazine dafür dazu bekommen. Also normalerweise haben wir das ja nie. Schräg. Oranges Haus, ich sehe keins, ich habe Night Vision an. Ja, ich bin hier gerade reingelaufen. Ach nee, kann man das doch nicht von einer Seite. Aus. Es gab noch ein. Gab es denn noch das? Ach, das ist das doch rote. Dann alle einfach mal durch das Haus. Ja, da konnte man sich hinten in die Ecke hocken. Machen wir jetzt hier? Wir müssen da bloß überleben. Wenn wir eine Stunde Zeit überleben, haben wir gewonnen. So, ich pack mich jetzt einfach hier hinten in die Ecke. Und gut ist, lasst mich alle in Ruhe. Bäh. Ja, wo bist denn du? Du hast eine grüne Markierung, wo wir sind. Du hast auf jedem deiner Teammates immer so ein grünes Dreieck, Viereck markiert. Wenn die N aus ist. Und das sehe ich wo? Wenn Night Vision aus so. Siehst du, glaube ich, eigentlich auch immer. Nein. Ja, aber die Night Vision ist auch grün. Ja gut, das sieht, bei der Night Vision siehst du extrem schlecht, stimmt. Extrem schlecht, das siehst du gar nicht. Doch, man sieht sie. Wenn man weiß, dass sie da sind, sieht man sie. Kletter hier eine Leiter hoch. Hey! Wuhu! Und ich habe sogar die 500 Punkte schon geknackt. Wieso das? In 2 Runden? Das raffst nicht. Weil du vielleicht noch ein paar Gegner geholt hast. Ich habe bloß einen, glaube ich, geholt. So wie es aussieht. Schießt denn jetzt hier? Das war ich, ja. Ich habe deinen Gegner. Nö, eigentlich ist schon vorbei, also gewonnen haben wir schon.